So Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren Video bei meinem Kanal. Freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute werden wir was von GoPro auspacken. Und zwar die neue GoPro Hero 9 Black Edition. Ich freue mich schon mega, denn ich will demnächst wieder Motorrad fahren und dazu brauche ich wieder neue Kameras. Deswegen hat mir GoPro ein paar Kameras zur Verfügung gestellt. Und nicht nur für mich, sondern auch für euch. Die Frage ist nur, wie viele Kameras ich tatsächlich für euch vorbereitet habe. Das werden wir jetzt gemeinsam herausfinden. Und zwar in diesem wunderschönen Unboxing. Das Ding ist, ich habe schon reingespinkst. Ich konnte ja nicht anders. Ich weiß ganz genau, wie viele Kameras ihr bekommen werdet. Aber ich tue mal so, als wüsste ich nichts davon. So, unten in der Videobeschreibung ist ein Link. Dort klickt ihr drauf. Und je mehr Kanäle ihr von mir abonniert habt, desto höher ist eure Gewinnwahrscheinlichkeit. So einfach ist das. Und da ihr vermutlich ein treuer Abonnent dieses Kanals seid, seid ihr schon längst Abonnent. Das heißt, ihr müsst nur bestätigen, dass ihr meinen Kanal abonniert habt. Und schon macht ihr automatisch mit. Und das Schöne ist ja, wenn ihr gewinnt, werdet ihr benachrichtigt und bekommt ihr sofort automatisch die Sachen zugeschickt. Wenn das nicht ist, dann weiß ich auch nicht. So, und jetzt gucken wir mal, was es zu gewinnen gibt. So, als erstes gibt es Boden zu gewinnen. Ja, das ist immer das Beste. Wir fangen mit den kleinen Sachen an, denn es ist eine ganze Menge hier drin. So, wir haben hier auf jeden Fall schon mal Speicherkarten bekommen. Vielen Dank an GoPro. Sieht so aus, als wären zwei Kameras am Start. So, als nächstes haben wir hier einen sogenannten Chesty Performance Chest Mount. Das ist, damit ihr die GoPro an eure Brust anbringen könnt. Dann haben wir hier natürlich, sehr wichtig für mich, für den Helm. So sieht das Ganze aus. Das werde ich gut brauchen. Das könnt ihr vorne am Helm, hinten am Helm, vorne, links, rechts, überall könnt ihr das anbringen, eure Kamera. Und das klebt bombenfest, diese Halterung. Ich habe diese Dinger schon bei 300 km/h getestet und es fliegt nicht ab beim Motorrad. Und glaubt mir, der Wind ist richtig heftig. Bei 300 km/h drückt der Helm dir so krass ins Gesicht, das ist unglaublich. Und die Dinger fliegen nicht ab. Zumindest bei mir ist noch nie einer abgeflogen. Also so wie ich das verstehe, kann man tatsächlich die Linse von der GoPro wechseln. Und das ist tatsächlich eine gute Eigenschaft von der GoPro. Denn es ist oft so, dass man die GoPro in extremen Situationen benutzt. Das heißt, sagen Mountainbiken. Es kann sein, dass so ein Stein die Linse trifft und schon ist die GoPro kaputt und dann kann man nichts mehr machen, außer die versuchen auszutauschen. Das habe ich tatsächlich mal versucht, das ist gar nicht mal so einfach. Und jetzt haben wir die Lösung und zwar einfach eine weitere Linse einfach draufschrauben und schon funktioniert. Aber das werden wir das Ganze nochmal testen, wie einfach das tatsächlich funktioniert. So, was haben wir noch hier? Shorty nennt sich das. Mini Extension Pole plus Tripod. Das heißt, wenn ihr Vlogs drehen wollt mit der Kamera, wird das Ganze auch funktionieren. Wir haben nicht nur eine GoPro Hero 9 Black, nein, wir haben zwei Hero 9 Black Pros. GoPro. Ihr wisst, was ich meine. Und es gibt nicht nur zwei Hero 9 Blacks, sondern es gibt noch eine als Verlosung. Und das noch nicht genug, Freunde. Heute zum halben Preis, ihr bekommt dann das zweite dazu geschenkt. Das heißt, zwei von euch können tatsächlich eine komplette Hero 9 Black gewinnen. Übrigens, so eine GoPro kostet ca. 400 €, aber ihr könnt das auch als Abo-Modell kaufen über die Webseite von GoPro. Guckt euch gerne mal an. Wenn ihr Bock drauf, auch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Einfach mal draufklicken, Leute. Und ja, wie gesagt, ihr könnt zwei davon gewinnen. Klickt auf den Link und let's go. Die Sachen aus, um das Ganze in Schnelldurchlauf, damit wir direkt zu der GoPro kommen können. So, innen drin haben wir dann einmal die GoPro-Halterung. Eine Schraube. Und natürlich den Gurt. So sieht der Gurt aus. So, den Gurt könnt ihr hier aufmachen. Zack. Einmal um eure Brust schnallen. Die GoPro anbringen und schon könnt ihr loslegen. Das Ganze hier hat einen Stoff, was ich ziemlich gut finde. Nächstes Produkt, das solltet ihr schon kennen, und zwar für den Helm. Wir haben ja einmal den Klebepad, die Halterung und noch einen zusätzlichen Winkel. Gerade für Motorräder sehr, sehr wichtig, damit ihr ein bisschen Abstand habt zum Helm. Das könnt ihr dann so wegdrücken, das ist für die Seite. So, dann kommen wir direkt zum Shorty. Das ist einmal der Selfie-Stick, wie ich ihn nenne, oder auch Tripod, je nachdem, wie ihr es verwenden wollt. Dann könnt ihr so aufmachen. Zack, hinstellen. So, dann müsst ihr es einmal ziehen und zack, das ist die Länge, die ihr haben könnt von dem Selfie-Stick. Es ist nicht groß. So, jetzt fangen schon die interessantere Sachen an und zwar Mark's Lens Mod. Das könnt ihr, wie gesagt, anbringen. Das ist eine Lens. Mit dieser Lens haben wir tatsächlich noch eine größere Weitwinkel. Ihr bekommt einfach viel mehr, gerade im Einsatz zum Beispiel im Snowboarding oder was auch immer, Fahrrad oder wie auch immer, wo ihr einfach mehr Weitwinkel braucht. Ah, da ist die Hero. Darauf haben wir gewartet, Leute. Das packen wir mal aus. Zack. So sieht einmal die Verpackung aus. Nicht schlecht. Komplett in Schwarz gehalten. Natürlich mit dem Handy steuerbar. Sehr wichtig. Die Verpackung kann man hier unten aufreißen. Und das Ganze kommt in so einer Stoffbox. Zack. Und so sieht das Ganze aus, Leute. Wir haben ein USB auf USB-C Kabel. Wir haben hier eine Kamerahalterung. Wir haben hier natürlich selbstverständlich den Akku. Ich denke, das ist aber nur ein Akku. Dann haben wir noch ein Klebepad und die Schraube dazu. Und dann haben wir schon die GoPro. Wow. Oh mein Gott, die werden auch immer schwerer, Leute.
Es ist zwar klein, Leute, aber es fühlt sich sehr, sehr hochwertig an. Das ist unglaublich. Überall laschen, Leute. Das entfernen wir jetzt mal. Zack. Und zack. Ihr seht, wir haben hier direkt ein Display hinten und ein Display vorne. Das ist perfekt. Wir haben hier einen riesen Startknopf, aber die Kamera ist tatsächlich mit Sprachsteuerung aktivierbar. Das heißt, ihr sagt GoPro an und dann läuft die direkt. Und dann fragt ihr euch, wo ist die Halterung für das Ding hier? Und zwar, die ist hier integriert. Gut versteckt. Zack. Und schon könnt ihr die GoPro anbringen. Gar nicht mal so ein schlechtes System. Das heißt, wenn ihr sie nicht braucht, könnt ihr sie einfach wegklappen und die Dinger sind einfach weg. So, jetzt die Frage, wie kommt der Akku rein? Das weiß ich tatsächlich nicht. Ich denke mal, das wird hier irgendwo sein, aber ich weiß nicht. Am ersten Blick kann ich das nicht identifizieren, wie man den Akku... Oh, alter Schwede. Jungs, das ist gar nicht mal so einfach, das raufzumachen. Guckt euch das an. Ihr müsst daran ziehen. Oh, da braucht ihr aber... Da müsst ihr aber auf jeden Fall gut die Technik beherrschen, Leute. So, der Akku ist drin. Ich starte mal die Kamera und gucken, ob das geladen ist. Okay, da haben wir das Ding doch. Ist gestartet. Vorne zeigt die GoPro an. Vorne eine... Ach so, ich wollte schon gerade sagen, was ist das denn? Sieht ja komisch aus. Aber die zeigt mich da und dann... Oh, das ist ja richtig geil gemacht. Seht ihr das? Das bin ich. Wenn ich mich so filme, dann verschwindet quasi die 9. Richtig lustig gemacht. Und da haben wir es. In utilize sinte GoPro. Okay, alles klar. Wir sind hier kein Franzosen. Conditions, Utilization, okay, akzeptiere. Aber GPS, oui. Application GoPro, oui, oui. Okay, super, ich kann kein Französisch. Passala configure. Ah, passala configure, si, si, bonjour. So, Freunde, mittlerweile ist die App installiert. GoPro ist auch verbunden, es hat gerade mal eine Minute gedauert und auch das Aktualisieren war ziemlich einfach. Und ihr könnt mich auch sehen, das ist sehr, sehr gut, weil die Kamera ist gerade ausgegangen. Bildschirmschoner. So, bevor wir zu den wichtigsten Funktionen der GoPro kommen, will ich euch noch ein paar Sachen zeigen. Und zwar, wie man den Akku nochmal entfernt. So, ganz einfach, ihr könnt ihn rausholen. Und was wichtig ist, ihr könnt ihn hier vorne laden mit USB-C. Und was noch wichtig ist, hier vorne kommt die Speicherkarte. Das ist auch sehr wichtig zu wissen. So, noch eine Sache, dass ich mit euch testen möchte, und zwar, wie man diese Lens entfernt. Das ist nämlich nicht so einfach. Ihr müsst das Ganze rechts drehen und dann könnt ihr rausziehen. Im ersten Moment, wenn ihr das machen wollt, ist das wirklich sehr, sehr schwer zu machen. Aber sobald ihr es habt, sieht das Ganze so aus. Ich weiß gar nicht, ob die GoPro dann noch richtig filmt. Ja, tatsächlich. Das ist tatsächlich nur ein Schutz. Das hat keine Lens. Und wenn ihr das kaputt macht, könnt ihr einfach auswechseln. Am besten macht ihr das Ganze natürlich im ausgeschalteten Zustand. Aber ich will euch zeigen, wie das Ganze aussieht, wenn man das auf einmal anbringt. Und dann geht ihr hin, ihr legt das so drauf. Und dann müsst ihr wirklich mit Kraft reindrücken. Das soll ja wasserdicht sein. So, das heißt, wenn es bei euch so schief bleibt. So, warte, ich zeig euch mal ganz kurz so. So, das ist definitiv falsch. Ihr müsst es wirklich mit voller Kraft reindrehen. So, zack. Also ihr braucht wirklich Kraft, um das Ding reinzudrehen. Wie gesagt, das soll ja wasserdicht bleiben. Das Ganze kann insgesamt bis 10 Meter könnt ihr damit tauchen, ohne dass da was passiert. Und ja, und schon habt ihr dann so ein Weitwinkel. Und das sieht schon lustig aus, ja. Das Ganze könnt ihr natürlich noch besser einstellen. Zack. Eng. Linear Horizon. Linear oder weit. Und dann kriegt ihr auch dieses Fischauge. So, die Hardware haben wir jetzt hinter uns gebracht. Jetzt gucken wir mal, was die Kamera tatsächlich kann. Wie nimmt die das Ganze auf? Und zwar, wir können 4K und 60 Bilder pro Sekunde aufnehmen. Was jetzt richtig krass ist, denn diese Kamera zum Beispiel, Sony A7 R2, kann zwar 4K aufnehmen, aber nur in 25 Frames. Das heißt, sobald ich mich sehr schnell bewege, wird das Ganze sehr schlierig aussehen. Und das Bild sieht sehr komisch aus, wie ihr in den letzten Videos gesehen habt. Gerade wenn es dunkel ist, bei 25 Frames, ich gebe gerne die Kamera mal in den Keller. GoPro dachte sich so, die legen noch mal einen drauf. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr das Ganze in 5K drehen und 30 Frames, müsst ihr euch mal überlegen. 5K dachte sich GoPro, ach, 4K ist uns zu langweilig, wir legen noch mal 5K oben drauf. Die Frage ist, braucht man das? Weiß man nicht, aber es ist auf jeden Fall nice to have. Wenn ihr Fotos machen wollt, habt hier die Möglichkeit, 20 Megapixel Fotos zu machen. Das sollte ausreichen. Das Ganze könnt ihr auch in RAW machen, falls ihr zum Beispiel noch die Fotos nachbearbeiten wollt. Eine krasse Funktion ist der Hyper Smooth 3.0, und zwar, ihr habt damit wirklich, wirklich, wirklich krasse stabilisierte Bilder, wie ihr noch nie zuvor gesehen habt. Echt, das ist wirklich ein riesen Unterschied. Dann hat man natürlich Zeitraffer, das ist natürlich nochmal krass gesteigert worden. Die Zeitraffer sieht wirklich mega geil aus, genauso wie die Slow-Mo. Das Ganze könnt ihr in achtfacher
Geschwindigkeit verlangsamer. Sagt man das so? Achtfacher Geschwindigkeit verlangsamer? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist es 8-mal langsamer, als ihr quasi seht selber. Und das finde ich schon auch sehr beeindruckend. So, jetzt habe ich mal die GoPro eingeschaltet, damit ihr ungefähr die Qualität vom Ton und von dem Bild mal sehen könnt. Ich drehe gerade in 4K und 60 Frames. Übrigens, eine krasse Funktion der Kamera ist tatsächlich die Horizon Look und Horizon 360 Grad Sperre. Das ist wirklich sehr, sehr krass. Also stellt euch mal vor, ihr seid Pilot, ihr seid am Fliegen und ihr bringt die Kamera irgendwo an. Und ihr könnt es so machen, sagen wir mal, jetzt habt die Kamera so schief eingestellt, könnt ihr tatsächlich nachbearbeiten und dann den Horizon-Look wieder, also quasi, dass es wieder komplett gerade ist und dass es auch gut aussieht. Dann auch eine Sache, und zwar die 360-Grad-Sperre ist nochmal richtig heftig. Gerade für Piloten ist es wirklich eine der besten Sachen überhaupt. Und zwar, sagen wir mal, ihr bringt die Kamera in ein Flugzeug an und ihr macht Looping. Nicht Looping, sondern ihr macht Schrauben. Ihr dreht euch die ganze Zeit im Kreis. Die Kamera wird quasi das Bild immer gleich zeigen. Die Kamera bleibt stehen und ich drehe mich die ganze Zeit. Und das ist gar nicht mal so schlecht. Das gefällt mir wirklich sehr, sehr gut, diese Horizon-Funktion. Das hatten, glaube ich, die Kameras davor tatsächlich nicht. So, und wir testen nochmal ganz kurz hier die Kamera. Ich gehe mal ganz kurz ins Dunkel. Mal gucken, wie das Ganze in 4K aussieht und 60 Frames, Leute. Wenn man ein bisschen ins Dunkel geht, so sieht das Ganze aus. So. Damit ihr einfach ein bisschen eine Vorstellung habt, wie die Kamera aussieht. Wie gesagt, man kann die Kamera noch komplett anders einstellen. Man kann die Weitwinkel noch weiter vergrößern. Das ist jetzt Kinomodus. Ich selber kann jetzt die Bilder noch nicht sehen. Das werde ich gleich im Schnitt sehen. Und ja, so sieht das Ganze aus, Leute. So, Leute, das war das Unboxing und kleines Review über die Hero 9 Black. Ich hoffe, es hat euch gefallen, Leute. Nicht vergessen, unten in der Videobeschreibung kommt ihr sofort zum Gewinnspiel. Einfach teilnehmen. Ihr müsst nur meine Kanäle abonniert haben. Ich werde die Kamera jetzt eine Zeit lang testen und dann kann ich euch mehr in Langzeit-Test-Erfahrung rausballern. Das erste Video, was rauskommen wird, wird tatsächlich ein Motorradvideo sein. Ich freue mich auf jeden Fall mega. Und ja, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Nicht vergessen, auf dieser Seite kommt zu weiteren lustigen Videos bei mir am Kanal. Links und rechts findet ihr alle Social Medias, auf denen vertreten bin. Und direkt damit komme ich kostenlos, wenn ihr mir keine weiteren Videos mehr verpasst. Also, Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.